Wie erstelle ich das perfekte YouTube-Video, so dass es jeder sieht und dass ich auch ein paar mehr Abonnenten bekommen könnte? Toll. Was soll ich jetzt mit diesen Antworten? Da steht ja nur sowas wie Eilmeldung. Der Bruder von Pietro Lombardi. Also, ne. Das hilft mir nicht weiter. Ich glaube, ich muss draußen weiter suchen. Wo finde ich denn jetzt den Tipp, wie man das perfekte YouTube-Video macht? Hier ist nichts. Ich gehe mal zum Raiffeisenmarkt. Ja, Raiffeisen. Hier. Ist hier irgendwas? Ist hier was? Nee. Tankstelle? Nee. Hier ist nichts. Na toll. Ich dachte, rausgehen wäre eine bessere Idee. Vielleicht wäre ich doch lieber mal am Tag rausgegangen oder so. Da hinten vielleicht bei dem Auto teil, ich renn mal hin. Bisschen Schleichwerbung machen. Ja, es regnet auch noch draußen ein bisschen. Das sieht man vielleicht an der Kamera. Schleichwerbung. Na, einmal. Boah, ich dachte, da steht einer. Ist nur eine Pappfigur. Nee. Nee. Hier muss es doch irgendwie. Ich geh mal im Licht. Hier muss es doch irgendwie einen Tipp geben, wie man das perfekte YouTube-Video erstellt. Irgendwo muss es doch hier einen Hinweis geben. Steht denn da hinten? Was ist das? Ist das ein Baum? Na toll. Was mache ich denn hier jetzt? Boah, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja weitergehen. Ich gehe, glaube ich, mal weiter. Ich glaube, das ist besser. Ich schalte gleich nochmal zu euch. Ich mache mal mein Licht an. Was heißt mein Licht? Ich habe doch mein Handy dabei. Mein. Ja, warte, oder? So, ja, es gibt für alles eine App. So, sieht man was? Ja, man kann was erkennen. Man sieht den Baum. Was ist das? YouTube-Flyer. Hier in der Wildnis, hier ist doch nichts. Hier ist ein Zaun. Was sonst? Stacheldraht. Seht ihr den Regen? Nee, sieht man nicht. Aber was ist denn da? Da ist auch was. Warte, seht ihr? Martin Monk. Mit J, da fängt dein Name an. Jo. Cut. Diese Szene müssen wir nochmal drehen. Das soll doch keine Videoantwort für Martin Monk sein, das soll eine Videoantwort für Support sein. Also nochmal zurückspulen und nochmal. Und was ist denn da? YouTube. Ein YouTube-Flyer. Ach, Moment, komm. Ein YouTube-Flyer. Das darf doch nicht wahr sein. Hier mitten in Südkirchen ein YouTube-Flyer. Wir sind hier in der Wildnis, hier ist nicht. Hier sind. Diese Dinger, hier ist nichts. Was ist denn da? Hier. Da ist noch was hier. Support. Ist im Regen nass hier. Ne, was ist denn da? Steht da was drauf? YouTube.com/support. Da muss ich drauf gehen. Vielleicht ist das der Tipp. Ich muss da jetzt sofort drauf gehen. Ich muss wieder nach Hause. Ich muss schnell nach Hause. Ja, ich bin jetzt hier oben wieder in meinem Bett, also in meinem anderen Bett. Und ja, jetzt gucke ich mal im Internet nach, was das denn damit auf sich hat. So, wo muss ich nochmal drauf gehen? Hier habe ich die Karte, ich habe mitgenommen. Support. Dann gehe ich mal auf YouTube. Suche einfach mal Support. Finden wir da was? Ah, guck mal hier, Support. Gehen wir mal drauf. Okay. Mach mal Stopp. Steht denn da? Na toll, hier. Finde den Anschluss. Ja, das ist noch mehr. Ich habe noch mehr Fragen. Vielleicht
finde den Anschluss zu den Videos. Ich guck mal Videos nach. Was haben wir denn hier? Videos. Abo-Spezial. Was haben wir denn da? YouTube-Buch. Was ist das denn? Klicke ich mal. Ich lese mir mal die Beschreibung durch. Gewinne das YouTube-Buch. Dieses Buch ist sehr interessant. Auf mehreren Instanzen. Ich mach mal lauter. Dieses Buch ist einzigartig. Einzigartig. Das, was ich hier in der Hand halte. Alle anderen sind Massenware. Warum ist es so? Ganz einfach. Ich habe hier die Unterschriften von allen, die auf dem Videoday waren, von allen großen YouTubern, von die Außenseiter bis hin zu 50 Beats und natürlich den Next. Muss ich mal was gucken. Ich muss eine Videoantwort. Also vielleicht steht da dann auch drin, wie man das perfekte YouTube-Video macht. Ich muss eine Videoantwort machen. Ich drehe mal eben schnell eine Videoantwort. Hallo, Support. Du kennst mich vielleicht noch, denn ich war der im Klicksum-T-Shirt, als wir im Schweins geessen waren. So, Videoantwort gedreht, dann bin ich auf der Kanalseite. Wo macht man das nochmal da, ne? Videoantwort erstellen, okay. Guck ich mal. Was haben wir denn hier? Ja, da. Okay, ich bin jetzt hier unter meine Videos, da haben wir es doch. Gewinnspiel an Support. Ja, da hoffe ich doch mal, dass das reicht. Denn ich brauche unbedingt dieses Video. Ich brauche dieses Buch. Ich muss die Antwort finden, wie man das perfekte YouTube-Video erstellt. Ich brauche dieses. So, das war jetzt meine zweite Videoantwort, die ein bisschen kreativer, glaube ich, war als für die davor. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, Support. Und meine Begründung, warum ich das YouTube-Buch brauche, ist jetzt nicht, dass ich das perfekte Video erstellen will, denn das perfekte Video gibt es ja eigentlich gar nicht. Denn selbst die Menschen sind fehlerhaft, so auch die YouTube-Videos. Aber das macht sie ja so besonders. Und ja, ich bräuchte das YouTube, also ich könnte das YouTube-Video, das YouTube, YouTube-Video, ich könnte das YouTube-Buch gut gebrauchen. Ja, da ich jetzt erst neu auf YouTube bin, was heißt, neu mit meinem neuen Kanal auf YouTube bin und jetzt erst anfange, richtig Videos zu machen. Und dann könnte ich das Buch gut gebrauchen, vielleicht. Vielleicht bekomme ich dann auch mal den einen oder anderen Klick mehr auf dem Video, weil ich das YouTube-Buch habe. Ich weiß es ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht wissen, wie es wäre mit Buch. Ich werde es auf jeden Fall auf meine Videos anwenden. Und vielleicht werden sie dann ja besser. Ich hoffe es. Ja, also ich könnte das Video, das Buch gut gebrauchen. Und damit sage ich nun, wo ist mein Zettel? Standby Support. Das ist das Falsche rum. Toll.